langsam, aber sicher, ne, Leute, nur noch zwei Matchpoints, ey. Wenn die sich jetzt nicht beide paaren würden, dann wäre die Spezies für immer ausgelöscht. Willkommen zurück zu Part 15. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin gespannt. Das klappte sehr, sehr gut mit den Omegas im letzten Part. Hat doch recht gut geklappt und man konnte die gut abballern. Und jetzt werde ich wieder ein bisschen mich auffrischen an Energie. Und dann geht's weiter, Leute. Dann holen wir uns den letzten. So. So, aber hier werde ich mich auffrischen. Hier ist einfach hier... Ja, ihr seht schon, ist zu gefährlich. Und irgendwie klappt es hier nicht. Warte, ich gehe nach oben. Und so. Hier, warte mal, genau, mache ich es hier. So, ich muss hier lang. Aber werde mich hier nochmal ein bisschen immer heilen. Ja, 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 ja. So, zack. Na toll. Dauert natürlich immer ein bisschen, bis der Typ hier eine dicke Energieladung rausrückt. Hat er auch nicht immer Bock drauf, aber wenn er es macht, ist das super. Yeah, immer 20 Stück, ey, das ist geil. So, und da rechts sieht es schon echt verdammt danach aus. Da kommt gleich der nächste. Aber wo soll es denn lang gehen? Leute, wartet mal, wenn jetzt noch einer übrig ist, bis das Magma sinkt. Wo soll ich dann hin? Ich weiß nicht, wo ich dann hin soll. Aber wir haben doch jetzt gar nichts... Haben wir irgendwas gesehen, wo Lava noch war? Nö. Wie komme ich dann zur Königin? Oh, hoffentlich wird der denn nicht irgendwie noch ganz komisch anders kryptisch, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss oder so. Tja, was soll's? So ist das nochmal mit Blind LPs, dann muss ich mich halt umgucken. Hoi. Ach komm, reicht. Wir haben wieder 0-0 Energie. Hoi. Ach komm, ist jetzt egal. Das schaffe ich mit 4 Energietanks, schaffe ich das. Halt! Ich sollte aber eventuell speichern gehen. Ja, das wäre, glaube ich, dann doch ganz schlau. Ja, warte, hier nach links und dann nach ganz oben. Hoi. Hoi. Na, Typi. Zack. Yeah. Okay, der hatte zwar Energie gerade, aber ist egal. So. Lapdi-da-da. Lapdi-du-du. Lapdi-da-da-bam-bam. So. Und zacki. Wey. Hoppala. So. Okay. Ah, tut das gut, ey. Zack. Komplett. Yeah, 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 yeah! Okay, genug Euphorie. Samus, wir wissen alle, dass du cool bist. Und du wirst das hier rocken. Die Scheiße hier. Ho! Njung, njung, njung. So, let's go. Let's go. Wir haben gespeichert. Soll ich das nicht schaffen? Wir sehen gar, woran es liegt. Dann muss ich einfach noch ein bisschen Energie mehr farmen. Bam, bam, bam. So. Ey, Leute, ich bin echt gespannt. Was wird jetzt sein? Was wird jetzt passieren? Ach, Mann, ey, der Part hier. Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Okay, der ist im Wasser oder was? Wo ist der? Hallo? Da ist er, da ist er! Der letzte Omega Metroid! So, komm her. Komm schön her! Schön rein! Na, wie gefällt dir das? Hm? Yeah! Yeah! Oh, 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 oh! Alter, was soll... Wenn er herankommt, dann ist es cool, dann kann ich nämlich sofort wieder Raketen schießen. Er kann nämlich erst wieder eine Rakete schießen, wenn die ihr Ziel getroffen hat. Und deswegen ist er gerade ein bisschen doof. Ach. Komm schon. Komm schon, du Sau. Okay, nach unten schießen geht anscheinend gar nicht. So, ein bisschen runterdrücken hier. Schön runterdrücken, Alter. Ich unterdrücke dich. Ich unterdrücke dich. Yeah, schön getroffen. Ach, Mann. Ach, Mann, komm, du kannst doch nicht so schwer sein. Komm schon, du bist da down. Ich hab doch schon so viel abgezogen. Ach man, ich darf nicht immer reinspringen. So. Komm her, komm, komm. Nicht über mir sein, das ist gar nicht gut. Ach man. Ach. Ja, komm, genau. So, bleib schön stehen hier. Bleib schön in der Luft stehen, du Trottel, Alter. Ja. Hoho. Alter, das darf nicht wahr sein. Mann, jetzt komm. Ja. Super geil. Oh, und jetzt bin ich gespannt. So, was passiert jetzt? Wird irgendwie was passieren? Wird die Erde beben? Ja. Okay. Aber wozu? Was ist jetzt passiert? Oder ist die Lava wieder irgendwie gestiegen? Oder ändert sich jetzt die ganze Räumekomplex? Oh, left. Nur Strich, Strich, Strich. Es ist keiner mehr left. Guckt euch das an, unten rechts. Oh mein Gott. Okay. Dann, ja. Wo soll ich jetzt hin? Ich gehe einfach mal zurück. Ich gehe einfach zurück und mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Auch erstmal noch schön speichern. Aber ich bin so angeschlagen wieder, ey. Toll, nur noch ein Energietank. Der muss sich auffrischen. So. So, zack. Und zack. Ach halt, Quatsch, nein, Quatsch. Natürlich war doch da noch ein Lava-Ding.
Der war doch da noch. Ich muss bloß wieder einen Zoll zurück. Okay, okay, okay. Okay, was? So. Reicht dann auch. Erstmal. So, ich glaube, bei dem ist es einfacher zu farmen. Energie zu farmen. Hui! Zack. Aber der gibt halt auch nicht immer was. Das ist natürlich eine miese Drecksau. So, na gut, okay, warte, dann gehe ich jetzt nicht hier oben speichern, dann gehe ich gleich wieder speichern auf dem normalen Rückweg. So, weil ich muss ja hier lang. So. Hui, 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 wum, wum, wum. Leute, wir haben es geschafft. Bloß noch ein Metal, das Spiel ist gleich vorbei. Auf der. Opala. Ach, hier muss ich ja. Nee, hui. Hör mal. Warte, was ist das denn hier? Warte mal, war ich hier schon? Ich war ja noch gar nicht hier unten. Stimmt, okay, warte mal, muss ich aber speichern erstmal. Da muss ich erstmal speichern. Ich war ja noch gar nicht da. Stimmt. Ach, halt auch immer noch weiter nach da. So, hier kann ich gleich speichern. Hui. Ich dachte, sie muss hier irgendwie nach rechts zurück, aber stimmt, da war ja gar nichts. Da war doch, da müsste doch. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwo was war mit Lava, was uns da versteckt hat, aber. So, safe complete, okay. Kann nichts mehr passieren, es ist bloß noch ein Metroid left. Und den werden wir uns holen. Ich hoffe, da kommen auch irgendwie, wird sicher vor dem Boss, vom letzten Boss nochmal irgendwie so wie eine Aufladestation kommen für Raketen und für Energie. Darauf vertraue ich jetzt einfach mal. In meinem leichtsinnigen Wahn. So. Hoppala. Warte, mit den Metroids, mit den Omega, das ging jetzt ratzfatz, oder? Das ging ja durchgeklappt. Bin ich sehr froh drüber. So. Okay, und jetzt hier irgendwo in die Mitte rein. Warum auch immer. Wie konnte ich das übersehen? Oder war das hier am Anfang? Das war doch schon da, oder? Nee, ich bin jetzt gerade ein bisschen komplex. Perplex. So. Okay. Noch tiefer in die Höhle, ey. Immer weiter. Und hier ist einfach nur ein ganz langer Gang. Ich habe Angst. Kommt der jetzt direkt gleich oder was? Ich weiß es doch nicht. So. Und wieder hoch. Okay. Wo geht's denn hier lang, Mann? Hui. So, ich kann mir vorstellen, dass hier da halt Lava war, obwohl wir noch gar nicht hier waren. Hier waren wir noch nie. Vielleicht ist auch was ganz anderes. Nee. Hä? Es sieht ja also bekannt aus. Es kommt mir also bekannt vor. Okay, wo. Nee, nee, nee. Hier waren wir noch nicht in so einem dünnen Gang. Nee, nee, nee. Hier waren wir noch nicht. Okay. Was ist das denn? Ist das hier gefährlich? Nö. Ach, das ist jetzt Zeug, was mich behindert. Gravity-mäßig. Hier, der Wasserwiderstand verhindert jetzt, dass ich hier mich freier bewegen kann. Auf einmal. Okay. Naja. Sausen wir einfach hier weiter. Hier wird der richtige Weg sein. Einen anderen kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und bitte entschuldigt wegen den zwei verbleibenden Missile-Containern. Ich hole die jetzt nicht mehr. Aber trotzdem danke für eure ganzen Tipps und so. So. Was bin ich jetzt? Was bin ich? Was ist das denn hier für ein Quatsch? Irgendwelche komischen Becken? Okay. Was ist denn hier für ein Quatsch? Ja, voll langsam. Verdammt. Okay, unten geht's nicht weiter, denn nach oben. Trotzdem mal in jedem Becken ein bisschen vorbeischnuppern. Hui. Hui. Ja, ja, ja. So, was ist das hier? Halt, geht's noch weiter nach oben? Ja. Okay, nur wieder zu so einem einzelnen Becken. Oder hier irgendwas? Irgendwas? Ihr habt mir ja schon gesagt, es gibt ja ab jetzt, es gibt ja keine Power-Ups mehr. Also muss ich eigentlich auch nach nichts Verstecktem suchen, aber halt bloß noch nach Raketenaufladedinger oder so, oder Energietanks. Wo bin ich denn jetzt hier? Also einfach nur in den tiefsten der Tiefen hier, hier ist irgend so eine eklige Suppe. Was zur Hölle? Was ist das denn? Wo bin ich hier? Warum bin ich hier runtergefallen? Ach! Okay, jetzt bin ich ja wieder genau da drunter. Ach, oh, okay. Also am besten die ganze Zeit fliegen. Okay, okay, ist gemerkt. Falle ich da aus Versehen runter, muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Ja, ja. Hab schon verstanden. Also, mein Können ist gefragt. So, so, so. Und let's go. Schön hier durchfliegen. Bloß nicht in der Suppe landen. Ach, ich flieg einfach so durch. Ich lande auch ja nicht erst auf dem Boden. Selbst wenn der wie eine Safe Zone aussieht. Nö! Keine Lust. So, hier geht's jetzt weiter. Alles klar. Okay, wieder so eine ollen Becken hier. Fall ich jetzt auch runter? Nee, ne? Nö. Alter, Leute, was ist denn das hier? Bin ich jetzt echt auf dem Weg zum Endboss hier oder was? Ach. Hier geht's lang, okay, aber.
Hier noch irgendwas? Nee. Okay, der bestimmte... Aha! Was ist das hier? Was ist das? Geht's hier... Ey, der Bus geht's jetzt nirgendwo lang. Einfach bloß so... Was soll denn das hier? Oder komme ich da irgendwie von oben mal runter? Ich habe keine Ahnung. Gut, sehr merkwürdig. Ich denke mal, das liegt, dieser Weg hier liegt jetzt auch wieder genau drüber über den anderen Wegen. Also werde ich hier auch wieder rüberfliegen die ganze Zeit. Weil es ist nicht, dass ich dann zweimal runterfalle durch zwei verschiedene Ebenen. Down, down, down. Deswegen Konzentration hier einfach rübergegleitet. Okay. Keine Speicherstation wäre jetzt schön. Okay, hier wieder so was Ekliges. So. Ja, sieht alle gleich aus. Es ist hier alles das Gleiche. Oh, dasselbe oder was weiß ich hier, ne? Und hier geht's nirgendwo lang. So, jetzt ist hier bestimmt auch wieder hier oben eine Pfütze. Hm. Was nichts bringt. Okay. Und nochmal den Spaß. Alles klar, die meint wirklich ernst jetzt, Alter. Hier bloß nicht runterfallen. Ah, yeah. Speichern komplett. So, und was jetzt? Was zur Hölle? Moment. Warte, kann ich auch hier durchfallen? Warte, aber falle ich jetzt hier durch und bin dann wieder ganz unten? Nee. Ey, wie gemein, ich habe das nur gerade gesehen, das sieht ja, weil das hier oben sah komisch aus, das hier. Wie gemein, Alter, da muss man echt durch die Wand durch. Na gut, aber das kann man sehen, ich meine, guck mal hier doch. Das kann man sehen, das sieht aus wie so ein kleiner Gang. So. Ach du Scheiße, wo bin ich jetzt? Erstmal raus aus dem Wasser. Okay. Was ist das hier? Ich flieg mal kurz nach links und rechts, das sieht aus wie ein riesiger Raum einfach nur. Na komm, School Attack. Schraube dich hoch, Samus. So, links und rechts gucken, um der Größe des Raumes sich bewusst zu machen. Und ob es hier irgendwo lang geht. Oh Gott, Alter, was sind das jetzt für ein Raum? Ist doch nicht der feine Bossraum, oder? Oh, Alter, stell dir mal vor, so ein riesiger Raum. Nee, ich weiß ja durchs Internet und sowas alles, und weil man sich dafür interessiert hat, weiß ich ja, wie der letzte Kampf mit der Metroid-Königin aussieht. Das weiß man ja. Aber ich hab's halt noch nie gemacht. Verdammt, ey. Hüppa! Oh, ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht mehr raus. Voll reingeglitscht, voll reingeklebt. So, was ist denn das hier? Wie kommen wir jetzt hier weiter? Zack, kein Bock hier. Gucken. Ich gehe einfach mal hier schön rums, die Bumm. Oh, hallo. Okay, du bist ja ein Vieh, auf das ich mich draufstellen kann. Aha. Gebäudekomplex hier. Was ist das hier? Geht's hier irgendwo lang? Nein. Oh, okay, gut. Down, 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 down. Hoppala. So. Das sieht ja alles wieder aus, wie ihr schon meintet, nicht einfach irgendein Gebäude, sondern die Schoßruinen. Ah. Oh mein Gott. Alter, scheiße, es geht los, Alter. Es geht los. Verdammt, hier kann ich mich doch mal heilen. Und alles heilen. Ach du Scheiße. Nein. Es geht los, Leute. Aber das wird auf jeden Fall definitiv nicht der letzte Part, weil ich hundertprozentig übelst verkacken werde bei dem Boss. Weil der ist stark. So, dann gehe ich ja nochmal, lass mich nochmal runterfallen. Oh. Hui, schöner Fahrstuhl. Schöner Fahrstuhl, yeah. Und speichere natürlich nochmal. Alter, es ist bloß noch ein Metroid. So, Dankeschön, Kumpel. Du. Flupp. So. Okay, und zack. Gesaved. Na dann, gehen wir los. Mache ich jetzt einfach da weiter, wo ich gerade war. Okay, die Decke noch weiter erkunden. Na komm schon, Samus. Spring raus. Alter, ist das hier... Irgendwas hält mich hier fest. Ich weiß bloß nicht was. Komm, Samus, spring. Er macht doch die School Attack einfach nicht öfters. Hallo? Das sind hier, mal leck mir doch, ey. Hol ich hier einfach raus. War das... Was ist jetzt los, Alter? Der shaky Bildschirm! Gut, dass er das eingebaut hat, dass ich hier nicht rollen kann. Wieso komme ich auf einmal nicht mehr raus? Jetzt aber. Alter. Scheiß Wasser. Oder klebriger Glibberschleim. Ich weiß es auch nicht. So, dann gehe ich ganz schnell... Ach Mensch, Samus, ey. Das ist doch zum Kotzen. Das ist echt zum Kotzen mit dir. So. Einfach nach oben. So, Pause auf dem Ding hier. Yeah. Hui. Hui. Ach ja, hier war ja nichts, stimmt ja? Mann, ey. Samus. Das ist doch nicht wahr, ey. Dumm. Ey, die Mucke, ey.
Na, was sollten die Metroids hier machen und die Queen Metroid? Ja, also Omega Metroids sind ja echt so das Endstadium der Entwicklung eines Metroids, ja, in einem Leben eines Metroids. Bloß die, wie man ja in Metroid Other M erfährt, haben nur ganz spezielle Metroids ein Gen, die es ihnen erlaubt, sich noch weiter zu entwickeln. So, ich weiß gar nicht, ob es wirklich heißt, sich noch weiter zu entwickeln oder einfach nur, hier geht's auch noch lang. Aber hier, was ist das hier? Neue Wände. Oder ob die sich einfach aus einer Metroid gleich zu einer Queen entwickeln oder ob die auch die anderen Phasen durchgehen. So, aber das ist ja egal. So. Where are you? Wo bin ich denn jetzt? Hey, oh, Moment. So, ich weiß, ich gehe auch noch den anderen Raum gucken. So, was ist jetzt los hier? Jetzt noch weiter nach oben. Okay, so. Hallöchen. Was ist das denn? Okay, was ist das? Nichts, okay. Und da oben ist eine Shoso-Statue. Ach, das ist der Kopf der Shoso-Statue. Und da liegt noch was. Der Eisbeam! Okay. Alter Mann, Beam. Okay. Okay, hat das was zu bedeuten? Wir wissen alle, geht's denn irgendwo lang? Sieht hier komisch aus. Wir wissen alle, Metroids sind sehr kälteempfindlich. Ist die Queen Metroid, also bisher war der eigentlich, hatte der Eisbeam nicht gebracht bei Metroid, sondern nur die Raketen. Aber ist die Metroid Queen jetzt empfindlich gegenüber Eisattacken? Das wäre der jetzt. Aber okay, wir haben den Eisbeam, den nehmen wir natürlich mit. Der wird hier nicht umsonst sein bei so einer alten kaputten Shoso-Statue. So, okay, dann aber. Ja, wieder rausrollen und noch weiter gucken. Oder soll ich nochmal speichern gehen? Mann, ich weiß nicht, ich hab da so eine Angst. Ich hab da so eine Angst. Okay, gehen wir weiter gucken. So, dann geht's hier noch mal nach oben. Okay. Okay. Das ist jetzt nicht cool. Okay, warte. Hier ändert sich die Mucke, dann geh ich nochmal hier kurz nach links gucken. Habe ich den Raumwesen komplett abgefahren. Dann habe ich eine Vorstellung. Hier geht's auch noch weiter. Nein, geht's nicht. Okay. Ach du Scheiße, Leute. Da geht's jetzt weiter. Ist hier wirklich Schluss hier? Ist hier nichts mehr? Hier ist nichts mehr. Nee, der Raum ist so an sich symmetrisch mit drei Eingängen oben in der Mitte. Ja, ich denke mal, ich bleib dabei. Hier wird es nichts mehr geben. Ja, und hier ist auch schon wieder. Hier waren wir auch schon. Ja. Okay, Leute, na dann. Geht's los. Ach, wenn ich schon mal hier unten bin, geht nochmal speichern. Oh, Money. Dann sind wir jetzt echt voller Energie, voller Missiles. Und den Eisbeam haben wir auch noch im Petto. Okay. Was soll uns jetzt noch aufhalten? Außer das olle Gelee hier. Na komm. Okay, gut. So. Ganz lässig nach oben. Komm, Samus, das schaffst du. Wir glauben an dich. Und ohne, dass du jetzt irgendeinen Scheiß machst. Ohne runterzufallen, bitte. So, war das hier? Gucken? Jawohl. Okay, Leute. Oh, Gottes Willen. Nein! Komm. Oh, puh. Auf dem Vieh landet. So. Gruselig. Ich kack mir in die Hose, in meinen Raumanzug. Der riecht jetzt nicht mehr so angenehm. So, da geht's lang, okay. Sonst nirgendwo. Gut. Na dann, let's go. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Hat sich irgendwas geändert? Nee, immer noch. Keine mehr left. Es heißt bloß noch die Queen. So. Hier sieht's aber echt komisch aus. Hier sieht's sehr merkwürdig aus und bedrohlich. Ach meine, Design ist aber schon geil, ey. Für ein Gameboy-Spiel allemal. So. Okay, ach du meine, ey. Man hat doch die. Was ist das denn? Was war das? Habt ihr das gesehen? Was ist das denn? Ah! Leute, neun Metroids! Guck mal unten rechts, die Zahl hat sich geändert. Es sind noch neun Metroids übrig. Und was das da ist, weiß ich auch schon. Aber nur weil ich die Story kenne, nicht das Spiel. Ach du Scheiße, nee, oder? Was? Noch mehr Omega-Metroids oder was? Bitte nicht, ey. Okay, was ist hier los? Was? Oh, bitte. Oh.
Normale Metroids! Leute, normale Metroids stellen sich uns noch entgegen, in den Weg. Ich schätze noch 7 Stück. Und dann halt der letzte Metroid Queen. Ach du heilige Scheiße. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verkrieche mich jetzt hier. Das wird heftig. Bis zum nächsten Part und vielleicht sogar bis zum letzten. Bei 4 wird es nicht mehr sein. Um Gottes Willen. Ciao!